Hallo? Hi Mike. Oh, hey Jan. Hast du eigentlich auch schon gelesen? Es gibt eine Doku über dein Fußballleben. Ist ganz neu. Was, eine Doku über mich? Ja, die soll halt als Serie so mehrteilig gemacht werden. Da wird quasi über mein Fußballleben gezeigt, oder was? Ja, genau. Die soll irgendwie, habe ich gesehen, jeden Freitag um 18 Uhr irgendwie bei YouTube kommen. Bei YouTube? Auf welchem Kanal denn? Mike Let's Play. Aber warte mal, heute ist doch schon Freitag und schon auch 18 Uhr gewesen. Hast du dir die denn schon angeguckt? Nee, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber weißt du was? Ich werde das auch direkt gleich machen. Boah, also richtig, richtig cool. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde es mir natürlich direkt jetzt auch anschauen. Also ich bin super hyped. Danke dir, Jan. Ja, gerne, gerne. Ciao. Ciao. Und jetzt Janodopoulos, was packt der denn für Moves aus? Der tanzt die ganze Mannschaft aus und dribbelt sich direkt vors Tor. Das hat Klasse, leider kein Treffer. Warum spielt ein Spieler mit ihren Fähigkeiten noch bei 1860? Naja, es ist natürlich ein Verein aus meiner Nähe und ich bin total gerne hier und da konzentriere ich mich jetzt einfach drauf, mit meinem Verein was zu erreichen und gucke da jetzt nicht auf andere Angebote, sondern warte einfach mal ab, was die Saison passiert und was da noch auf mich zukommt. Und jetzt die Chance nochmal, die Flanke, mach ihn, er macht ihn! 3:2 in der Nachspielzeit, das Tor, Michael Janodopoulos. Da kann man sich feiern lassen, wunderschöne Direktabnahme, den musst du erstmal so machen. Eine Runde weiter, heißt es für Sie. Ja, servus Mike, schön, dass du da bist. Ja, servus, freut mich auf jeden Fall. Dein Bruder Jan spielt auch Fußball jetzt in Braunschweig. Was sagst du dazu? Ja, ich freue mich definitiv, dass die Familie nachzieht. Ich werde ihm auf jeden Fall den ein oder anderen erfolgreichen Tipp geben und ich bin sehr gespannt, werde seine Karriere natürlich verfolgen. Sehr klar. Und jetzt Janodopoulos, Mike Janodopoulos in der Nachspielzeit, der Ausgleich, der entscheidende Punkt, der entscheidende Treffer zum Aufstieg in Liga 3. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal natürlich zum Aufstieg in die dritte Liga. Wie schaut Ihr weiterer Plan jetzt denn aus? Ja, wir wollen weiter Gas geben und möchten natürlich demnächst in die zweite Liga aufsteigen. Ja, wie sähe es denn aktuell aus, wenn Sie Mike Janodopoulos nicht als Spieler hätten? Wo ständen Sie denn jetzt gerade da? Er ist wahnsinnig wichtig für unser Spiel. Wenn wir ihn nicht hätten, ständen wir wo ganz anders. Mike Janodopoulos, ein Edelschusstechniker, was für ein Hammertor! Den machen wenige, was für ein irrer Typ, da kann man sich auf jeden Fall feiern lassen. Diese Präzision, purer Genuss, diese Flugkurve, dieses Ballens, das ist definitiv einer der besten ZOMs. Einer der besten Spieler dieser Liga. Wenn es Fragen gibt, dürfen Sie die jetzt stellen. Hallo in die Runde erstmal. Ja, die erste Frage, Bayern 2, das Derby jetzt, was sagen Sie dazu? Wie denken Sie, wie wird das laufen? Ja, ich bin da, denke ich mal, guter Dinge. Also ich meine, die Mannschaft ist sehr gut in Form gerade und ich bin auch gerade gut in Form und dementsprechend würde ich sagen, dass ich denke, dass wir das auf jeden Fall packen werden. Ja, bin ich mir sicher. Ja, hallo erstmal. Ja, servus. Das Derby steht vor der Tür. Mike Janodopoulos war ja sehr zuversichtlich. Wie stehen Sie dazu? Definitiv. Wir haben einen guten Kader, die Jungs sind heiß und wollen das Spiel rocken. Die Spieler wärmen sich auf. Mike Janodopoulos im Fokus im Bayern Derby. Bayern 2 gegen 1860. Das Spiel beginnt. Anstoß. In München, wer hätte es gedacht? Und die 1860er Löwen, die probieren es mit der ersten guten Chance durch Janodopoulos. Aber den Ball, den spielte da in den Rücken von Mölders. Der kann da einfach nicht mehr drankommen. Doch Mölders, der bleibt auf Zack, fängt diesen Ball ab und macht das 1:0 in der frühen 14. Spielminute. Clever aufgepasst, clever mitgespielt.
und super abgeschlossen. 1860 darf zum ersten Mal jubeln. Schönes Tor und bitterer Fehler natürlich, aber auch bei Bayern 2. Ja, und die wollen natürlich den direkten Gegenschlag herbeirufen, machen hier ein wunderbares Kombinationsspiel, Seitenwechsel durch die Mitte, schlecht verteidigt von 1860 und dann steht Rochel ganz frei vom Tor und der Torhüter mit einer starken Parade, anschließende Ecke, jedoch immer noch gefährlich. Bayern 2, erstmal hinten raus, ruhiger Aufbau und das Ganze hier sicher zu spielen. 1860 kann das gerade nicht verteidigen, kommt nicht an den Ball und jetzt löst sich in der Spitze Tillmann, da ist kein Mensch und das ist das verdiente 1:1 in der 26. Spielminute. Der Gegenschlag ist damit geglückt. Einfach zu schwach verteidigt, zu viel Lücke gelassen und das ist natürlich eine einfache Nummer für Tillmann. Und 1860, was machen die eigentlich so? Ja, die spielen schnellen Fußball. Das geht richtig schnell und plötzlich ist Greilinger ganz alleine vor dem Torhüter und macht ihn rein. 2:1. Wieder gut 12 Minuten später, der 12-Minuten-Takt hier an Toren. 1860 darf wieder jubeln. Und das nach einem wunderschön ausgespielten Konter. Klasse gemacht. Schöner Abschluss. Nichts zu machen für den Torhüter. Und die Führung ist wiederhergestellt. Und 1860, die wollten natürlich gleich daran anknüpfen. Wieder Greilinger über die Außen. Und jetzt auf Mölders. Und Mölders, der muss einfach ein bisschen früher abschließen und die lange Ecke suchen. Nichtsdestotrotz gibt es einen Eckball, der sehr gefährlich wird. Janodopoulos mit dem Kopfball am Tor vorbei. Doch Janodopoulos, der fängt jetzt auch an zu zaubern, wie er sich hier durchsetzt. Wunderbar, schöner Pass auf die Außen. Der hat schön viel Platz, läuft weiter und in der Mitte ist wieder Janodopoulos. Den Abschluss sind wir besser gewöhnt. Die rechte Außenbahn, eine Schwäche gerade der Bayern und die nutzt Mölders nicht aus, weil Früchtl rechtzeitig links unten im Eck ist. Starke Parade, starke Reaktion von ihm. Und was macht eigentlich Bayern 2 so? Naja, nicht viel. 1860 ist eher am Drücker und da ist Janodopoulos. Ein Geschoss aus der zweiten Reihe. Wir kennen es von ihm. Wunderbare Schusstechnik. Wunderbarer Treffer zum 3:1. Zu der Vorentscheidung für 1860 in diesem Derby. Nach einem Einwurf sich den Ball wunderbar vorgelegt und ins lange Eck geschlenzt. Das können wenige, ein Niveau, was es hier in der dritten Liga selten zu sehen gibt. Wunderbar, schöner Ball, könnte ein Tor des Monats werden. Vorentscheidung, denkst du, denn jetzt dreht Bayern so richtig auf. Die wollen hier unbedingt nochmal was reißen, kriegen direkt nochmal eine Chance. Da Juka beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal schon. Der Torwart machtlos und da ist wieder der Anschlusstreffer. 3:2, 79. Spielminute und Bayern 2 wollte weitermachen. Der Ball geht knapp über den Kasten. Und damit ist das Spiel aus. Die 1860er Löwen gewinnen das Derby, Bayern am Boden. Und maßgeblich daran beteiligt war dieser Mann. Der ist bereit für die nächste Woche, für das nächste Derby gegen Türkgücü München. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Janodopoulos ist ja ein Top-Spieler in Ihren Reihen. Sind Sie froh, dass er immer noch bei Ihnen spielt? Klar sind wir das. Wir würden uns freuen, wenn er noch lange bei uns bleiben würde und seinen Vertrag verlängern würde.
Zweite Rivalität mit Türkgücü, dem Aufsteiger. 1860 will direkt loslegen und genau wie gegen Bayern 2 gewinnen. Hier die Flanke und dann ein Seitfallzieher. Das war zu viel. Türkgücü macht das Ganze natürlich aber sehr, sehr clever. Hier im Mittelfeld ein wunderbares Duell gewonnen und wieder der 12-Minuten-Takt. 12. Minute, 1:0. Türkgücü München mit dem Führungstreffer. Die wollen sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen, machen direkt Druck. Schönes Duell hier im Mittelfeld, ganz, ganz clever gelöst. Und dann ist der Raum da, die Lücke offen, schöner Abschluss. Torwart chancenlos. Und das ist der frühe Rückstand für die Löwen aus München und das macht denen natürlich zu schaffen. Sie müssen direkt wieder antworten und das probieren sie natürlich. Hier die Ecke, ein verletzter Spieler, Erb, zu sehen. Das ist das Kopfballduell, Mike gegen Erb gegen den verletzten Spieler. Und das sah jetzt nicht nach was Besonderem aus, aber sollte noch was Besonderes werden. 1860 holte sich jedenfalls den Ball wieder, um hier das Tor zu machen. Und Mölders ist der Erste mit einer richtig guten Gelegenheit. Und da hat der Torwart Glück, dass der Ball nicht von seinem Rücken ins Tor prallt. Die nächste Gelegenheit gehört Janodopoulos, aber auch der eigentlich eine sichere Nummer. Janodopoulos direkt nochmal hinterhergesetzt. Mittlerweile die 41. Spielminute gespielt und immer noch kein Treffer erzielt. '68 drückte weiter und das war eine schöne Flanke, die Janodopoulos verwandelt zum 1:1 noch vor der Halbzeit. Schön gemacht. Denn wenn wir gleich nochmal in der Wiederholung drauf gucken, werden wir sehen, dass die Flanke nicht zu ihm angekommen ist, sondern er sich den Ball zurückholt von dem Verteidiger und dann ins Eck einschweißt. Wunderbar gemacht, klasse durchgesetzt, richtig schön anzusehen. Und jetzt war erstmal Halbzeit, doch nach der Halbzeit sollte es dreckig werden. Der Erb, der vorhin verletzt war, geht hier volle Kanne rein in den Zweikampf und das nicht zum einzigsten Mal, sondern hier direkt nochmal. Das ist die zweite gelbe Karte für Erb. Der wollte sich rächen und hat zweimal genau Mike Janodopoulos von hinten umgehauen, der erstmal behandelt werden muss. Hier sehen wir nochmal das zweite Foul. Der Trainer ärgert sich zu Recht. Und kurz darauf hat die Behandlung scheinbar nicht angeschlagen, denn Mike Janodopoulos liegt auf dem Boden, liegt verletzt da. Die Sanitäter werden geholt. Das sieht ganz, ganz bitter aus. Das ist wirklich nicht schön anzusehen.